Die Rundschau mit Nicole Frank. Das Politmagazin. Schön sind Sie bei uns. Brutale Hacker. Cyberangriffe auf Schweizer Firmen. Willkommen zur Rundschau, meine Damen und Herren. Es ist der Albtraum eines jeden Unternehmers. Nichts geht mehr. Der Computerbildschirm pechschwarz, die Produktion steht still. Solche Hacks sind mittlerweile Alltag. Die Täter, professionell organisierte Banden. Die Opfer, kleine und mittelgroße Unternehmen, die ihre IT-Sicherheit vernachlässigen. Viele Firmen schämen sich und schweigen. Gegenüber meiner Kollegin Nadine Wortli machen 3 KMUs eine Ausnahme und verletzen und offenbaren ihre Verletzlichkeit. Es war richtig brutal. Es ging ums nackte Überleben gegangen. Die Machtlosigkeit gegenüber heute einem organisierten Verbrechen ist für mich schon wahnsinnig. Ja. Sehr viel Anspannung, sehr viel Stress. Viele Firmen schämen sich, trauen nicht darüber zu reden, wenn sie angegriffen worden sind. Ein Fall von Erpressung von Firmen, die man nicht akzeptieren können. Wir müssen den Gang höher schalten. Konkurs nach einem Hack. Das passierte einer Fensterfabrik im thurgauischen Müllheim. Vor 2 Jahren arbeiteten hier 170 Angestellte. Damals hieß die Firma Swiss Windows. Adrian Schlumpf und Patrick Briano erlebten den Angriff hautnah. Der Virus ist schlussendlich über ein E-Mail. Und das E-Mail war so aufbereitet, dass man gemeint hat, das sei von einem Arbeitskollegen intern. Mit einem Betreff, der nicht sofort ersichtlich war, oder? Und einer Bemerkung, wie besprochen, siehe Anhang. Viele Arbeitsschritte sind automatisiert. Das Zuschneiden der Fensterrahmen steuert der Computer. Da sind wir jetzt im Zuschnitt. Das heisst, die Fensterkanten, die wir hier durchlassen, die werden auf die richtige Größe zugeschnitten. Wenn der nicht läuft, heisst, die Maschine steht. Also das heisst, Fullstop, wir können nicht produzieren. Weil hier fängt es an. Und das, was wir hier haben, könnte man nur manuell machen, mit einem sehr hohen Zeitaufwand. So hat es ausgesehen. Unsere Produktion, alles schwarze Bildschirm, nichts mehr ist gegangen. Der Bildschirm, der Computer, steuert die Rahmenpresse. Die geht automatisch auseinander, presst das zusammen. Und das hat alles nicht mehr funktioniert. Das Durcheinander war perfekt. Wir haben eine Etikette, die genau zu dem Teil passt. Und da haben wir das nicht mehr ausdrucken, die Etikette. Wir haben die Teile nicht mehr anschreiben. Wir haben nicht mehr gewusst, welche Teile zu einem Fenster zu machen ist, wie das geht, was zueinander passt und gehört. Und wir haben nicht einmal mehr gewusst, wer die Fenster dann überkommt. Wir haben nicht mehr die Kunden nicht mehr gewusst. Der Betrieb stand 4 Wochen still. Wegen eines internationalen Hacks mit einem brandgefährlichen Virus. Eine Lösegeldforderung traf nie ein. Die Firma war Zufallsopfer eines Großangriffs. Er ist Hacker von Beruf, Nicolas Mayengour. Nach Cyberattacken baut er die IT von Firmen wieder auf. Er warnt, um einen Betrieb lahmzulegen, genüge der Klick auf eine vermeintlich harmlose Datei und im Hintergrund starte die Erpressersoftware, sogenannte Ransomware. Das Opfer führt die Datei aus und das ist aber leider kein Lieferschein und keine Rechnung, sondern eine Ransomware, die im Hintergrund alle Files verschlüsselt von der Festplatte und am Ende eine Lösegeldforderung dem Opfer präsentiert. Wie lange geht das? Das geht insgesamt hier in diesem Beispiel 44 Sekunden und alle Daten sind verschlüsselt. Selbst IT-Anfänger könnten heute im Darknet Erpressersoftware kaufen, um damit die Daten von Firmen zu verschlüsseln und zu blockieren. Hier sehen wir das Darknet-Angebot, sogenanntes Ransomware as a Service. Das heisst, man kann hier Lösegeld-Erpressungssoftware mieten für 1'400 $ ein ganzes Jahr lang. Und damit kann man so viel
Ziel bedienen und Erpressungsaktionen durchführen, wie man möchte. Hier sehen wir ein anderes Angebot, und das sind sogenannte Passwortdatenbanken. Da kann man sich Passwortlisten kaufen von gehackten Betrieben, wo man typischerweise den Usernamen und das Passwort oder E-Mail-Adresse und das Passwort in grösseren Kollektionen, Hunderte von Millionen, kann kaufen. E-Mail-Adressen mit Passwörtern sind ein Einfallstor für Cyberkriminelle. Im Darknet bieten Hacker ihren Service an. Cyberkriminalität als Dienstleistung wie jede andere auch. In der Schweiz haben Ransomware-Attacken dieses Jahr bereits um 30% zugenommen. Ja, leider ist es für uns ja fast schon Alltag, angegriffen zu werden. Also das passiert bei uns ständig, mehrmals die Woche. Und bisher war es einfach so, dass unsere Schutzmaßnahmen da immer gegriffen haben, und dass dann einmal wirklich eine Gruppe geschafft hat, durchzukommen. Das war in dem Moment ein sehr großer Schock für uns. Comparis ist das prominenteste Opfer dieses Sommers. 2 Tage lang war der Vergleichsdienst offline und für die Kundschaft nicht erreichbar. Die Angreifer haben es tatsächlich geschafft, wesentliche Arbeitsdateien für einen unserer Unternehmensbereiche zu verschlüsseln. Und da sind wir dann nicht mehr angekommen. Die hätten wir nicht mehr aus eigener Kraft zum Teil herstellen können. Und das hätte dann zum Teil auch die Weiterarbeit in dem Unternehmensbereich gefährdet. Und dadurch sind wir dann zu der Entscheidung gekommen. Zur Entscheidung, Lösegeld zu zahlen. Im Darknet handelte der Comparis-CEO in einem Chat die Erpressersumme aus. Letzten Endes geht es denen ums Geld. Das sind Profis, die eine leider recht lukrative Möglichkeit gefunden haben, vom heimatlichen Wohnzimmer aus Organisationen weltweit zu erpressen. So ein bisschen wie die moderne Form der Schutzgelderpressung von früher. Und ja, auch laut Experten, die Mehrheit der betroffenen Opfer bezahlt und schweigt dann aber auch. Deshalb ist, glaube ich, das eigentliche Ausmaß des Problems in der Öffentlichkeit gar nicht wirklich bekannt. Angeblich soll Comparis $400.000 Lösegeld bezahlt haben. Über die eigentliche Höhe machen wir keine Angaben. Die Zahlung selbst, die hat stattgefunden in einer spezifischen Kryptowährung. Die nennt sich Monero. Das ist jetzt eine einfach von diesen vielen Kryptowährungen, die aber noch zusätzliche Verschlüsselungsmechanismen innehat. Da bin ich aber kein Experte drin. Nach Erhalt des Lösegelds schickten die Erpresser eine Anleitung, damit Comparis die gesperrten Daten wieder entschlüsseln konnte. Es sei kein Zufall, dass Cyberattacken in den letzten 18 Monaten so stark zugenommen hätten, sagt Gerhard André, Nationalrat der Grünen. Mit der Pandemie sind 2 Sachen passiert. Ganz viele Organisationen haben sehr schnell massiv in Digitalisierung investiert und vielleicht nicht nur sorgfältig. Das organisierte Verbrechen ist auch ins Homeoffice und hat auch aufgerüstet. Dazu kommt der Brandbeschleuniger Kryptowährung, wo die Transaktionen, wie Ransomware-Transaktionen, anonym ganz bequem möglich macht. Die IT-Sicherheit sei heute auch für ein KMU von zentraler Bedeutung. Das ist ein Hygienethema, genauso wie super geführte Finanzen. Weil wenn man das nicht macht, sieht man an dem Beispiel von heute, von diesem Sommer, von diesem Jahr, das kann die Existenz von einem KMU bedrohen. Es gehen Firmen einen Konkurs wegen solchen Bedrohungen und Hacks. Die Fensterfabrik kam durch ein Virus namens Ryuk zum Stillstand. Das ist noch unser Überbleibsel, oder? Wir haben natürlich alles in Papier geschaffen. Ich habe das alles einfach mal in eine Kiste rein tun. Ich habe auf dem Bildschirm schlussendlich nur immer das Ryuk gesehen. Und wenn du das dann dutzende Mal siehst, ist das auch zermürbend, oder? Nicht einmal die Tipps vom FBI halfen. Die Daten ließen sich nicht entschlüsseln. Die Auswirkungen der finanziellen sind in Millionenhöhe gewesen. Einerseits durch Konventionalstrafen,
Rechnungen, die schlussendlich nicht gezahlt worden sind, zusätzliche Aufwände von unseren Kunden, die verrechnet worden sind, IT-Spezialisten, die Tag und Nacht gearbeitet haben, zum Teil bis zu 20 Leute, und natürlich Hardware, die es komplett neu gebraucht hat. Dieses Unternehmen wurde vor 2 Jahren gehackt. Die Auto AG in Rothenburg bei Luzern hat 460 Mitarbeiter an mehreren Standorten. Also eigentlich haben alle Systeme nicht mehr da. Das ist von der Werkstattplanung über die Auftragsbearbeitung bis zur Einsatzplanung von der Chauffeure, von unserem ÖV-Betrieb. Outlook, Telefonanlage zum Teil nicht mehr, wo Voice-over IP ist. Man konnte nachvollziehen, wann das Phishing-Mail reingekommen ist und was das für ein Mail war. Und man musste dann auch feststellen, dass die Hacker wirklich unser System, unsere Landschaft ausspioniert haben, über eine längere Zeit raus, und so dann auch sehr gezielt können angreifen mit sehr viel Background-Wissen. Die Hacker saßen also über längere Zeit im IT-System und kundschafteten die Finanzen der Auto AG aus. Über die Lösegeldsumme wollten die Kriminellen nur mit dem CEO verhandeln. Wenn so etwas passiert, dann kann man natürlich emotional reagieren. Aber schlussendlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, muss ja dann auch überlegen, was ist betriebswirtschaftlich sinnvoll und wo habe ich den kleinsten Schaden und wie komme ich am schnellsten wieder aus dem Ganzen raus und kann meinen Betrieb möglichst schnell wieder sinnvoll weiterführen. Die Erpresser forderten von der Auto AG eine Summe im 6-stelligen Bereich. Wir nehmen zum Bereich Lösegeld keine Stellung, aber es ist klar, wenn man angegriffen wird, das ist ein teurer Case, das kostet etwas. Wir hatten Ausfallkosten, wir hatten Wiederherstellungskosten etc. Und das geht sicher in mehrere hunderttausend Franken rein. Die zahlen, bedienen den Business Case der organisierten Kriminalität und werden natürlich als lohnenswerte Ziel, man könnte ironischerweise auch sagen, gute Kunden in Kundenlisten geführt und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder angegriffen werden. Cyber-Experte Mayoncourt hat eine Software entwickelt, die Schwachstellen analysiert. Laut seiner Messung sind 113.000 Schweizer IP-Adressen ein leichtes Ziel. Eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Man kann ganz klar seit dem Start der Corona-Pandemie feststellen, dass die Kriminalität und die Schäden explosionsartig zugenommen haben. Ich erkläre mir das eigentlich durch einen schlagartigen Wechsel. Wir von einem Tag auf den anderen müssen unsere Mitarbeiter, die wir in der gut geschützten Firma hatten, ins Homeoffice schicken. Und das Homeoffice ist noch nicht so gut geschützt. Die Angriffsfläche ist somit explosionsartig gestiegen. Hier stehen Server von Google und bald auch von Amazon. Franz Grüter ist Verwaltungsratspräsident des Datencenters Green. Der SVP-Nationalrat fordert mehr Transparenz. Wichtige Schweizer Firmen sollen künftig den Behörden einen Hackerangriff melden müssen. Viele Firmen schämen sich, trauen nicht, darüber zu reden, wenn sie angegriffen worden sind. Ich glaube, das sollte man auf die Seite legen. Es ist wichtig, im Interesse des Landes, dass wir wissen, wenn so etwas passiert und dann auch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Auch die Behörden müssten technisch und personell aufrüsten. Die Schweiz ist zu einem der bedeutendsten Standort für Daten wurde innerhalb von Europa. Es ist riesig, was hier in der Schweiz an IT-Systemen, an Daten gespeichert sind. Das müssen wir schützen. Und ich glaube, die Aufgabe des Staates ist es, hier dafür zu sorgen, dass, wenn Bedrohungen kommen, dass man das sieht, ein Lagebild hat und nachher informiert, möglichst breit, möglichst regelmässig informiert, was kann ich machen dagegen, wie schütze ich mich. Also, eine Art Cyber-Wetterbericht. Ich glaube, das ist etwas, das zwingend kommen muss. Die unangenehme Wahrheit, der man sich stellen muss, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Man kann sich darauf vorbereiten, dass man schnell wieder online ist und man kann es nicht zu leicht machen. Aber für mich kann das, glaube ich, heutzutage gar niemand. Wenn wir heute angegriffen wären, sind wir in der Lage, innerhalb von 24 Stunden alle relevanten Systeme, um weiterzuarbeiten, wieder aufzufahren. Nach dem Konkurs der alten Firma wagen die beiden Fensterbauer nun einen Neustart. Uns
gibt's am nächsten Mittwoch wieder, wenn Sie mögen, dann mit Dominik Meyer. Ja, und schon vorher gibt's uns auf Twitter unter dem Hashtag SRF Rundschau. Auf bald, habt's gut.